Hey guys, wie versprochen werden wir in diesem Part eines der flüchtenden, legendären Pokémon fangen. Es soll Raikou sein. Ich bin einfach hier bei Teak City immer hin und her gelaufen und hatte irgendwann das Glück, mit Raikou auf derselben Route zu sein. Und nun können wir es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit im Gras finden. Aber ich glaube, hier gibt es gar kein Gras. Daher muss es sich auf dem Wasser befinden. Auch wenn es ein wenig seltsam ist, dass ein Raikou auf dem Wasser ist. Müsste es dann anhand der Musik hören. Das ist jetzt kein Raikou, sondern ein Golking. Und das Problem mit dem Flüchten habe ich mit X-Bad gelöst. Ich habe Biss verlernen lassen und Horrorblick erlernen lassen. Jetzt kommt er. Das kann ich dann wieder revidieren, wenn ich alle flüchtenden Pokémon gefangen habe. Einfach mit der Herzschuppe und dem Attackenlerner in Ebenholz City, dann habt wieder Biss und Horrorblick ist weg. Gibt nur ein Problem, wir dürfen X-Bad nicht austauschen, denn sonst ist die Wirkung von Horrorblick aufgehoben. Das heißt im Klartext, unsere Taktik mit Hypnose fällt weg. Und das heißt wiederum, es wird verdammt schwer. Das ist jetzt nicht wahr. Du kleiner Bastard. Ja, Freunde, jetzt wollte ich eigentlich sagen, das wird ein Problem ohne Hypnose. Aber dieser Dreckskerl kann sich ja auch noch mit Brüller befreien. Was mache ich denn jetzt? Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Ich kann echt nur hoffen, dass er das nicht nochmal einsetzt. Und wenn doch, dann muss ich den Meisterball zücken, aber was mache ich denn bei Entei? Latios kann, glaube ich, keinen so einen Scheiß. Der kann nur flüchten und das kann ich dann durch Horrorblick einfach unterbinden. Aber Entei wird echt ein Problem, weil man hat ja nur einen einzigen Meisterball. Ah, oh, jetzt hatte ich so die Hoffnung, dass er drin bleibt. Okay, er greift mich an. Das kann er gerne machen. Besser als Brüller. Obwohl es bestimmt auch eine Menge ab. Nee, tut's gar nicht. Okay. Aber wir brauchen jetzt einfach super, duper, ultra, mega, hyper Glück. Dass er jetzt drin bleibt. Aber ihr seht selbst, die Wahrscheinlichkeit ist so derbe gering. Da fällt mir echt kein Plan ein. Wie ich Brüller unterbinden soll. Scheiße, verdammt. Okay, jetzt setzt es immer noch nicht ein. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir brauchen Glück. Aber es ist bis jetzt immer der Null gewesen. Bleib drin. Nein. Oh, du blödes. Fuck. Fuck, 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 fuck. Meine Fresse, habe ich ihn jetzt lang verfolgt. Aber ich glaube, jetzt habe ich ihn. Also, es ist nicht so recht eindeutig, aber es ist immerhin die gleiche Route. Von daher muss er doch hier irgendwo sein, oder nicht? Ich habe echt keine Ahnung, ja, was wir machen sollen, weil es gäbe eine Möglichkeit. Ein Pokémon finden, das eine Paralyse drauf hat. Dann kann er nicht jedes Mal eine Attacke einsetzen. Und ja, eventuell fällt dann der Brüller weg. Ach scheiße, nur noch einen AP. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich gehe dann noch einfach heilen. Oder ein Pokémon zu finden, das verhindern kann, dass er flüchtet und gleichzeitig ihn einschläfern kann. Weil mit Einschläfern, das kostet enorm viel Zeit. Wenn er dann aufwacht, ist es ja nicht mal gesagt, dass er dann auch Brüller einsetzt. Versteht ihr? Von da. Alter, komm. Es gibt einen Gott. Ich hatte weder den Bock noch die Zeit, und das war kein Deutsch, egal, diesen Arsch weiterhin zu verfolgen. Und es hat geklappt. Geil. Also, mir ist tatsächlich viel erspart geblieben, aber durch die ganze Verfolgung habe ich jetzt so einen Kopfschmerzen. Meine Fresse. Nee, also für Entei werde ich sofort den Meisterball verwenden und ich bete zu Gott, der mir gerade eben geholfen hat, dass Latios
nichts davon kann. Also flüchten tut er natürlich schon, aber dass er keine so eine dumme Attacke kann. Weil ansonsten kriege ich die Krise. So, was machen wir jetzt noch? Also eigentlich habe ich gedacht, ich brauche jetzt einen 30-Minuten-Part, aber durch göttliche Fügung können wir noch was anderes machen. Und zwar benutzen wir jetzt den Magnetzug. Mein Gott, bin ich glücklich, dass das vorbei ist. Gottes Willen. Aber sowas gibt es immer wieder. Ich meine, erinnert euch an Pokémon Schwarz, glaube ich, Demeteros mit dem ersten Ball. Oder auch Viridion, oder wie das hieß, mit dem Flottball im ersten Versuch. Das kann schon passieren. Okay, es war ja nicht der erste Versuch, aber der erste Versuch der neuen Runde halt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das war, glaube ich, der 5. oder 6. Versuch insgesamt. Ich fahre nun mit dem Magnetzug zurück nach Kanto. Und mache die Routen weiter. Wir wollen ja nach unten zu Gartania City. Und Alabastia. Und dazu müssen wir von hier aus nach unten zum Vertania-Wald. Denn der führt uns nach Vertania City. Und auch wenn Caleb diese Musik nicht mag, weil er die alte lieber mag, ich liebe sie. Ach, das sind auch immer noch Käfer-Pokémon-Trainer. Das macht die Sache doch noch attraktiver. Schön, ich dachte, da würde man jetzt gar nicht mehr auf Trainer treffen. Dass er etwas umdesignt wurde, also wirklich nur etwas, das weiß ich, aber von Trainern wusste ich nichts mehr. Von daher freut mich das sehr. Fliegen. Aber die sind immer noch nur auf Level 44. Ich glaube, daran wird sich auch nichts mehr ändern. Also ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Gerade die Käfer hätte man pushen müssen. Ihrem schwachen Level. Ein Pikachu. OMG. Was machen wir denn da? Da machen wir Facepalm. Mit Psychokinese, denn das Vieh dürfen wir nicht berühren. Und down. Also wirklich starke Pokémon hat der jetzt nicht. Ja, dass jetzt noch Bibo kommt, das habe ich mir schon gedacht. Das war einfach vorhersehbar. Hier kann man auch einen Blattstein finden. Eigentlich glaube ich sogar den einzigen, den man ja als Item irgendwo findet. Und das viel zu spät. Jeder, der sein Pokémon entwickeln will, der sollte es mittels Preis beim Poké-Athlon tun. Denn dieser Blattstein, der kommt einfach viel, viel, viel zu spät. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo er ist. Ah, doch, 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 stimmt. Am vorderen Eingang. Den müssten wir als allerletztes finden. Hier ist natürlich auch etwas. Und zwar Top-Genesung. Und da liegt einfach sowas rum. Das ist Angriff plus. Was? Blaue Flöte? Okay, ist es das, was ich denke? Episch. Blaue, gläserne Flöte, die ein schlafendes Pokémon weckt. Dann gibt es also doch eine Alternative zur Pokéflöte in Heart Gold, Soul Silver. Findet man zwar auch recht spät, aber gut, das ist auch irgendwie berechtigt. Ihr könnt die ganzen Flöten aber auch schon früher haben. Ihr müsst euch nur zu helfen wissen. Und zwar in Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd gibt es ja diesen Flötenmeister. Da die einfach alle anfertigen lassen und dann den Park der Freunde nutzen und die Pokémon von Smaragd auf Heart Gold rüberlaufen lassen und ihnen halt die... Ah, nee, Moment. Waren das Basis-Items? Wenn ja, dann geht's nicht.
dann kann man sie ja keinen Pokémon geben. Aber wenn man dir einen Pokémon geben kann, dann könnte man sie so rüberholen. Also hier sind's... Nee, hier sind's Kampf-Items, keine Basis-Items, ne? Echt komisch. Aber nein, ich glaube, das war damals im normalen Beutel drin. Das heißt, ihr müsstet es eigentlich einem Pokémon geben können. Hat da jemand Erfahrung mit? Oder weiß es jemand? Ab in die Kommentare mit der Info. Aber ich denke, das geht. Diese ganzen Nur-Pokémon regen mich langsam auf. Ich meine, Hornleo 29, was soll die Scheiße? Dann hier Kukuna 38, also das ist echt übelst. Da habe ich mich gefreut, dass Käfersammler da sind, aber wenn es solche Kackboons sind, dann brauche ich sie doch nicht, ne? Verstecktes Item war da... Doch, war da schon. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Auch wenn es nur ein Mini-Pilz ist. Noch was irgendwo? Aber hier ist nochmal ein Käfer-Pokémon-Trainer, der hoffentlich nicht ganz so lappenhaft ist. Okay, hat immerhin schon mal Level 52 Safcon. Auch wenn das ein Kakun ist, hat er ein ordentliches Level und könnte überleben. Tut er aber nicht. Schade. Ach nee, jetzt ist das so ein Safcon-Trainer oder was? Die F? Der ist jetzt aber schon auf 56. Das Problem bei dem Pokémon ist halt, das kann nicht angreifen, außer mit Tackle. Und, ja. Davon kann er sich nichts kaufen. Tatsächlich, der hat nur Safcons. Der ist auf 59 oder was? 60 sogar, tschüss. Höher gelevelt als mein Sauger. Na, das ist doch mal was. Und trotzdem hat er keine Chance. Ich glaube, Sauger hat gerade einen Facepalm. Und ich kann es verstehen. Hier war noch irgendwo was. Hier. Das ist ein Riesenpilz. Wo ist jetzt der Blattstein? Der müsste sich hier irgendwo befinden. Oh, ist sogar noch ein Käfertrainer hier. Das ist dann aber der letzte. Ein Pokémon mit Ariados. Ja, okay, mal was ausgefallen ist und das auf Level 50. Ich glaube, das ist der Einzige, der was kann. Fliegen einsetzen. Vor allem beschert er mir Level 60 für Sauger. Was, der kann Gift-Hieb? Ja, das ist aber schon arg interpretiert. Dass der Hiebe damit machen kann, mit seinen komischen Beinen da. Dann kann es X-Bart aber auch. Ja, das Level ist okay. Wahrscheinlich ist hier noch ein Pilz. Alter, schon wieder ein Trainer. Okay, also es gibt ziemlich viele. Das war früher nicht so. Und hier finden wir Psycho Plus. Und noch ein Pilz bestimmt. Ja. Mini-Pilz. Schön und gut. Der nächste von euch. Und der letzte. Und wie unnötig ist eigentlich dieser Zerschneiderbaum da? Was hat der denn bitte schon für einen Sinn? Kann man doch ganz locker außenrum gehen. Und schon wieder nur Bibo. Also hier hätten sie echt ein bisschen mehr Variationen reinbringen können, finde ich. Boah, Käfer-Pokémon aus der dritten und vierten Generation hätten hier nicht geschadet. Keine Ahnung, Ninjask, Burumadame oder sowas. Das wäre alles schön zum Anschauen gewesen. Hornweise, was weiß ich. Aber immer noch Bibor, Smetbo, Safcon, Kukuna, Hornliu. Raupi haben wir noch nicht gesehen, aber den will ich auch nicht sehen. Was zum Teufel, der heißt Wiglaf. Also ich frage mich schon immer wieder, wo sie die ganzen Namen herkriegen. Wer zur Hölle heißt auf dieser Welt Wiglaf?
Ja, der Rückenwind ist schön für dich. So, und jetzt zeig mir mal, was das an deinem Tod ändern soll. Wusste ich's doch. Nichts. Voll gedisst. Also. Wenn man hier nicht irgendwas finden kann, dann ist er unnötig. Gut, dieser Zerschneiderbaum ist unnötig. Der hier eher weniger. Hier ist was versteckt. Hier müsste der Blattstein sein. Irgendwo. Da vielleicht. Nee, das müsste ein Pokéball sein. Hier ist ein Top-Etter. Und... Halt! Wir stehen auf einem Pilz. Nochmal ein Riesenpilz. Also hier gibt es zwei Riesenpilze und zwei Mini-Pilze. Wer der Hell ist jetzt dieser Pokéball, verdammt. Mini-Pilz. Aber irgendwie habe ich jetzt den Blattstein übersehen. What the fuck? Wieso ist der nicht da? Der muss doch da sein. Der war doch da immer. Zum Geier. Okay, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier einen Blattstein gibt. Naja, dann halt nicht. Klar, was das soll. Nun... Jetzt sind wir gleich in Vertania City. Hier gibt es noch ein paar Trainer, die hoffentlich nicht ganz so noobig sind. Meine Fresse. Das ist ja die gleiche Scheiße. Und vor allem die gleichen Pokémon. Also... Echt schlecht. Es gibt doch jetzt echt nicht so wenig Käfer-Pokémon, oder? Und gerade hier in Kanto, da muss man sich nicht nur auf die in Kanto und Johto beschränken, sondern kann auch welche aus den anderen Generationen wählen. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn man das gemacht hätte, liebe Entwickler. Nur so zur Info. Sehr schön, der Feuersturm trifft. So wünsche ich mir das. Was? Okay, also meine Telefonnummer wollte jetzt schon seit längerem keiner mehr. Und nun langweilt doch wieder einer rum. Ich wechsle hier mal zu... Oder naja... Eigentlich ist es gefundenes Fressen für X-Bad. Dragoran bekommt schon noch seinen Gegner. Ich muss jetzt erstmal X-Bad bedienen. Mit zwei weiteren Pokémon. Und schon wieder die Ideenlosigkeit, die nimmt einfach kein Ende. Pokémon-Level sinken. Das Ganze ist jetzt nicht mehr attraktiv. Wahrscheinlich schaut auch keiner mehr zu, weil sie alle nur noch den nächsten Part wollen, in dem ich Entei fange. Und ich kann es verstehen, denn das ist hier echt übelst scheiße. Ihr verarscht mich doch. Wieso macht man so viele Trainer hin, wenn es immer das gleiche ist? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so schlimm war in Gold und Silber. Wenn doch, warum macht man es dann wieder so? Jetzt, wo man mehr Pokémon zur Auswahl hat, hätte man das Ganze doch viel attraktiver gestalten können.
Aber das sind so die gängigen Kritikpunkte an Heart Gold Soul Silver, die ich auch nicht mal verstehen kann, weil wenn ich Entwickler wäre, ich würde doch schon von mir aus alleine, also aus eigenem Willen schon gescheite Pokémon einprogrammieren und nicht immer den gleichen Mist. Wer will denn sowas spielen? Hier war früher ein Trank, jetzt offensichtlich nicht mehr und wir sind in Ventania City angekommen. Die Arena ist aber noch zu. Oder wird blockiert. Weil, ja, Grund kann ich euch nicht nennen, das würde spoilern. Hey, du da! Warte mal, hör mir mal gefälligst zu, bitte. Ich sehe vielleicht alt aus, aber als ich doch jung war, war ich eine ziemlich große Nummer mit dem Pokéball. Nimmst du mir das ab, Kurzbein? Ja, okay, ich glaub's dir. Na eben, was denn noch sonst? Natürlich nimmst du mir das ab, ey. Ja, und warum willst du jetzt angeben? Ich glaube, wenn man Nein sagt, dann ist er ziemlich aggro. Denkst du dir denn auch immer gute Spitznamen für deine Pokémon aus? Das Tauschen von Pokémon macht mehr Spaß, wenn sie alle interessante Spitznamen haben. Finde ich nicht. Und das Habitat sieht aus, als hätte es so einen Anzug an. Als würde es jetzt gerade auf dem Abiball gehen oder so. Lol. Das hier sind Happy, ein Habitat, und Fratzi, ein Ratsfratz. Entschuldigung, Radfratz. Die Spitznamen sind genauso einfallsreich wie die Spitznamen, die ich meinen Pokémon gebe. Und hier liegt ein Nugget, okay. Epic. Oh, hier kann man gegen einen bestimmten Trainer kämpfen, zumindest ging das in Gold und Silber. Wenn du viel herumkommst und gegen verschiedene Trainer antrittst, hilft dir das nicht nur dabei, deine Pokémon zu trainieren. Nein, du bereicherst damit auch deinen ganz persönlichen Erfahrungsschatz. Auch der Champ von Alabastia hat sicher einmal alle Städte in Kanto bereist. Ventania City ist die Stadt, die dem Indigo-Plateau am nächsten liegt. Dieser Ort wurde speziell für die vielen Trainer gebaut, die hier auf ihrem Weg zum Indigo-Plateau vorbeikommen. Ah. Ich habe erstmal genug vom Kämpfen. Jetzt ruhe ich mich hier ein wenig aus. Hier konnte man gegen so einen Trainer kämpfen, der hatte die Johto-Starter, alle drei, in der letzten Entwicklung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man dafür auch IP bekommen hat. Also in Gold und Silber war es so. Und war es hier so? Oh, was laberst du mich so zu mit dieser scheiß Kampfkamera? Die interessiert doch kein Schwein, verdammt. Ich will teilnehmen und kämpfen. Was, nochmal speichern? Okay. Aus welchem Grund das denn? Als ob der mich fertig machen würde. Lol. Domina, speichere schneller. Boah, auf jeden Fall ist der Kampf ganz anspruchsvoll. Also der hat die alle auf Level 50. Ich weiß jetzt nur nicht, mit wem er anfängt. Ich glaube aber Tornuptu ist der, mit dem er beginnt. Möchtest du kämpfen? Ja, nee, deswegen bin ich hier. Und weh, man bekommt jetzt keine EP. Aber ich finde es ein bisschen schlecht, dass dann nur dieser eine einzige Trainer kommt. Und natürlich beginnt der Arsch mit Meganie. Das hat mich auch in Gold und Silber schon gelangweilt. Hätten sie da jeden Tag einen Trainer gemacht, der andere geile Pokémon hat, dann würde es auch, Spaß machen, hierher zu kommen und immer wieder gegen den Trainer zu kämpfen, aber es war Tag ein, Tag aus, Meganie, Tornuptu, Impergator und sonst nichts. Und das Schutzschild war jetzt gerade Epic Fail. Ich flieg hoch, er setzt Schutzschild ein, aber das zählt natürlich nur für eine Runde. Dennoch überlebt der Arsch. Und ich merke gerade, man bekommt keine EP. Das ist lame. Ich bin sogar runtergesetzt worden auf Level 50. Das ist richtig lame. Was soll das denn dann bringen? Diese unnötigen Gewinnpunkte, die kann ich mir in den Arsch stecken. Oh, wie der Typ nervt mit seinem Schutzschild und dann Egelsarm. Es ist zwar schlau, aber trotzdem. Zum Glück ist es dieses Mal fehlgeschlagen. Down. Mit Volltreffer. I like that.
Wieso werde ich nicht gefragt, ob ich wechseln will? Der ist auch noch. Ach du Scheiße. Am besten beschleunigen wir die ganze Sache, weil wir bekommen ja eh nichts dafür. Und wer will das schon sehen? Niemand. Oh, scheiße. Facebook ist fast tot. Aber wir müssen jetzt ja schneller sein, wegen der Sonne. Deswegen trifft der Solarstrahl Tornupto kommt. Da werde ich natürlich wechseln. Zu Impergator. Und der killt es mit Kaskade. Wow, Fokusstoß, nicht schlecht. Mit der 11, ich brauche 2 Kaskaden. OMG! War ja doch noch ganz spannend, aber Sinn hat's nicht. Man bekommt nur einen Gewinnpunkt. WTF. Ja, sicher will ich aufhören. Langweilt ja ohne Ende. In Gold-Silber war das ein guter Trainingspunkt. Inzwischen ist es unnötig. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe gehört, dass über den ganzen Vertania-Wald viele unsichtbare Items verstreut liegen. Ja, die habe ich alle aufgesaugt. Aufgesaugt. Aufgesaugt, weil ich ja eine Frau bin, versteht ihr? Badum. Und du bist meine TM, oder? Oh, ich bin in der Sonne eingenickt. Ja, bei Nacht. Ich hatte einen ganz seltsamen Traum. In dem Traum hat du meine Träume frisst. Nanu? Wo kommt denn diese TM her? Das gefällt mir gar nicht. Hier, nimm du diese TM. 85. Dieser Tag ist Traumfresser. Schläft das Pokémon, kann man sich an ihm aufheilen. Eine richtig geile Attacke. Ich bin sowieso am Überlegen, ob ich irgendwann mal Kokowai statt Solarstrahl Energie beibringe und Sonntag durch Traumfresser ersetze. Also auf jeden Fall wäre das auch ein gutes Moveset, aber ich glaube, ich lasse es. Ja, und die Route kennen wir schon aus dem Celebi-Event. Die führt einen einfach zur Pokémon-Liga. Und sonst ist es halt nichts Besonderes. Kein Trainer, kein gar nichts. Gut, ich weiß, dieser Part war jetzt halt echt ziemlich schwach. Bis auf den Anfang, da war es noch relativ cool. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr es mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn nicht, muss ich einen Daumen runter akzeptieren. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr im nächsten Part wieder einschaltet, wo wir Entei besiegen und nach Alabastia aufbrechen. Bis dann.